So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Elite Dangerous. Wir sind immer noch mit unserer Quest beschäftigt, für die wir jetzt noch 5 bzw. 6 Ziele von der Fraktion der Namen, die ich mir nicht mehr kann, ausschalten müssen. Hackernickel first, irgendwas. Achtung, du fliegst gleich in mich rein. Ich werde diesmal nicht bremsen. Ich sehe dich nicht, ich habe keinen Rückspiegel. Ich bin über dir. Ja, dann flieg. Okay. Ja. So. Ups, da lang. Hey, mit der Geschwindigkeit wird es nur 2,9 Tage dauern. Das geht ja. Ja. Für die nächste Aufnahme würde das reichen. Oh, hoppala. Hier ist ja direkt die Station. Fliegen wir vielleicht erstmal von der Station weg. Joa. So, das sieht doch schon besser aus. Noch 20 Sekunden. 10. Ich soll vielleicht mal ein bisschen langsamer machen. Wo springe ich denn jetzt hin? Das kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja, nein, ich werde gerade wieder so viel langsamer wegen dem blöden Planeten. Ach, ich hätte noch die Station anvisiert. Alles klar. Welcher Kampfbereich war denn das jetzt? Der mittlere. Wahrscheinlich fliege ich einfach mal in deine Richtung. Ja, ich bin Station jetzt ist auch drin. noch gefertigt. So, ich gucke mich schon mal ein bisschen um jetzt. Ja. Eine Asp-Explorer. Was haben wir da? Eine Viper MK3. Ach, trotz Eine Viper Vollgas. MK4. Alles klar. Was? Trotz Vollgas fliege ich gerade so 600. Ah, jetzt Oh. kann ich rausfliegen. Ah ja, okay. So. Der Vulture. Ich Oh, bin die dann Vulture wäre ein da. gutes Ziel, glaube Hast du ich. schon Ah, gewählt? wobei. Nein. Soll ich? Ja. Bist du da? Achso, Ja. ja. Ich bin da. Okay. Fertig? Ich bin da, wer noch? Ja, So, ich gut. habe gewählt. Ja, ich auch. So. Wen hast du denn gewählt? Die richtige Partei. Ja. Aha, die Roten. Ne, die Grünen. Die Partei, quasi. Ne, du hast ja offensichtlich die Grünen gewählt jetzt gerade. Sozusagen. Die Metaebene ist nicht zu übersehen. So, Ja, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass heute der Wahlsonntag ist bei unserer Aufnahme. Gottes Willen, die Grünen. Ups. Dass du sowas unterstellst. Das Nein. erklärt vielleicht, warum wir, Ah, warum warum beschießt wir mich da noch jetzt da jemand? gerade drauf gekommen sind. Ich werde von der Igel beschossen. Ich glaube, die ist lebensmüde. Okay. Wenn du die mal markierst, dann schieße ich da Hab vielleicht auch mal ich? kurz drauf. Nee, das ist eine Explorer gewesen. So. Ich habe eine Igel markiert. Ja, ich habe es gemerkt. Okay. Aber das Scannen werden wir wohl nicht mehr durchkriegen, ne? Nee. Nein. Ja, da war die Abwinkel. Genau, da war der Winkel auch ein bisschen blöd. Jetzt müssen So. wir vielleicht mal wieder den wiederfinden, den wir gerade beschossen hatten. Haben wir gerade jemanden beschossen? Ja. Ich Ja, hatte noch die keinen Vulture. beschossen. Die du markiert hast es. Die hatte ich noch nicht beschossen, glaube ich. Ach so. Oder? Weiß ich nicht. Hier ist eine Viper MK3. Oh, da ist eine Asp Explorer mit 30%. Ah, okay. Ich schieße da mal drauf. Jetzt ist es keine mehr. Jetzt ist auch die Viper kaputt, die ich hier hatte. Ah, okay. Da ist noch eine Viper mit 75% Hülle. Oh ja, wieso nicht? Die nehmen wir mit, würde ich sagen. Ja, ich muss allerdings noch rankommen. So, jetzt. Dreck. Was? Das mit dem Gescannen da hat nicht ganz geklappt. Ach, ich lasse das meistens bleiben. Es lohnt sich hier Was irgendwie auch jetzt? kaum. Nee. Also vom zeitlichen her ist es auch immer schwierig. Was haben wir denn da noch? Noch eine Vulture.
71% Hülle. Oh, wo denn? Ach, direkt da. Da. Oh, direkt da ist gut. Bei mir sind es noch 5,5 Kilometer. Oh, ich habe 3,3. Oh, sie hat noch 54% Hülle. 50? Ja. Ich schieß nicht drauf. 40? Oh, 34? Ich booste vielleicht mal. Was, ich gebe auch mal vielleicht ein bisschen mehr Gas. Ich bin mal drauf getroffen. Jetzt, ich schieß nochmal. Ich habe keine Ahnung, ob ich das noch... Ja, ich schieß einfach. Ich schieß einfach auf Verdacht. Ja. Nein. Schade. Hätte ja sein können. Oh, 11 Kilometer bis zum Kampfbereich. Alles klar. Wie viel? 11. Oh, Tatsache. Oh, was wird denn da beschossen da vorne? Da ist irgendwas in der Mitte, was ziemlich viel abkriegt. Wenn das ein Gegner ist, haben wir Glück, wenn der so lange überlebt. Er macht einfach einen Moshpit auf. Oh, da ist noch ein Gegner. Oh, der Anaconda. Zenturion. Die geschossen wird gerade. Oh. Die könnten wir sogar mal schön scannen vorher. Ja. Okay, das hieß nicht so viele drauf, wenn ich mir angucke, wie langsam das Schild weggeht. Ja, ich glaube, die hat mehr Schilder zu, oder? Ja, keine Ahnung, wir schießen jetzt da drauf, fertig. Ich scanne jetzt noch. Ich bin nicht so schnell hingeflogen wie du. Ich habe nicht geboostet. Ach so. Ich werde einfach von was anderem beschossen. Oh, ich werde auch von was anderem beschossen. Von hinter mir. Ich gucke mir das mal kurz an. Was mache ich denn hier? So. Ach, warum wird das Ziel schon wieder rausgenommen? So. Nee, das ist jetzt... Ach, eine Python. Wenn man von hinten von der Python beschossen wird, ist das nicht so toll. Meinst du? Ja, tatsächlich. Das ist korrekt. Hast du schon auf die Anaconda geschossen? Ich baller schon die ganze Zeit auf die Anaconda. Ihr habt schon keine Schilder. Dann baller ich jetzt mit. Ich kann sie nicht anvisieren irgendwie gerade. Ah ja, die wirft immer mal wieder Sachen raus, weil die Frachtluke kaputt ist. Okay. Die werden dann immer automatisch anvisiert, warum auch immer. Hä, irgendwie... Ach, das ist sie. Ach so, ich hab die... Okay. Ich baller jetzt mal mit drauf. Na, wer beschießt mich denn da noch? Irgendwer beschießt mich da noch. Nein. Nein. Welcher lebensmüde Kampfloh ist das denn hier, der da noch auf mich schießt? Ach, da ist noch eine Python. Ah, die Python schießt auf mich. Ja, ich sag ich doch, die Python von hinten. Ja, ich dachte, die beschießt nur dich. Ne, das wird wahrscheinlich dasselbe Schiff gewesen sein. Ich booste mal kurz ein bisschen weg. Okay, die Anaconda hat noch 22, 21, 19. Ist die noch, der ist ja noch markiert, ne? Ja, ja, ich schieß noch. 15. Ah, ich habe ja auch drauf geschossen. Noch, jetzt hat sie wieder Schilde. Ja, habe ich ja noch genug Zeit, um wieder zurückzukommen. Das ist nicht so doll. Ich bin gerade etwas riskant unterwegs. Ich habe kaum noch Schilde. Na, Dito. Ich glaube, ich entferne mich mal etwas. Wir haben keinen mehr, der da drauf schießt sonst. Oder kaum noch. Das ist nicht so gut. Doch, doch, einer schießt da noch mit drauf. Ja? Ja, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Schilde wieder runterkriegen. Ich bleib mal in der... Okay, dann drehe ich mal wieder. Ah, meine Schilde sind immer fast runter. Okay, die Anaconda hat keine Schilde mehr. Nee, okay, das war 9%, die Anaconda. 8%, oh. 7, 6. Oh. Kein NMG mehr auf den Waffen, ups. 1%. Na komm. Na komm, jetzt geh doch kaputt. Elendiges, heutiges Schiff. Oh, der letzte Put. Jetzt aber. 92.000. Okay, ja. So, wo ist jetzt die Python? Das war's. Für wen? Ich hab dann jetzt alle. Oh, ach, du hast jetzt alle? Wieder. Ja, ich habe auch fast keine Schilder mehr. Wo ist die Python, die ich uns vorhin beschossen hat? Weiß ich nicht. Die hat offenbar abgedreht, sonst wären wir gestorben. Ah, da, ich hab sie. Oh, okay, dann... Ne, die beschießt gerade was anderes. Gut. Ich scanne die mal so lang. Die wird ja auch gerade noch beschossen. Ne, hä? Hat sie was abgeworfen? Ja. Was hat die denn noch? Oh, okay. Schon viel. Und sie beschießt mich auch sofort, obwohl ich sie erstmal nur anvisiert habe. Meine Türme konnten auch nicht schießen. So, jetzt. Schießt du schon drauf? Nein. Nein?
Okay, nein. Ändern wir das gleich? Ich hab sie gescannt. Kannst gerne vorher drauf schießen. Ich habe auch kaum noch Schilder. Ja, ich bin in 5 Kilometer Entfernung. Ja, du hast mehr Schilder als ich. Jetzt habe ich sie ja nicht mehr anvisiert. Boah, das ist jetzt. Wo ist er denn? Jetzt ist da, ja. Ich scanne die mal. Hey, was fliegt denn hier für ein Stern rum? Schießt du da drauf? Nee, gerade nicht. Mach mal. Ich schieße jetzt auch drauf. Okay, so oh, jetzt. Alter, kein Alter. Was waren denn das für Plastikschilder? Ja, das die hier waren ja schon fast runtergeklopft von dem anderen Schiff. Ja, aber der Rest, der ging jetzt mal sowas von schnell weg. Das war ja lächerlich. Und die Hülle hat jetzt auch nicht so viel ausgehalten. Das ist doch... Das ist ja ein Spielzeugbehalten. Ich habe auf jeden Fall gelernt, nicht so sparsam mit meinen Düppeln umzugehen. Ja, das ist richtig. So, die ist fertig. Wir können raus. Ja. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, du hast noch ein Schiff mehr mitgenommen als ich. Wir könnten noch eins wählen. Ja, ich habe aber schon vor einem Schiff die Belohnung gekriegt. Ja, mir fehlt eins. Hey, wie? Du hast doch dieses Mal auch noch eins. Du hattest ja vorher schon eins mehr und jetzt gerade nochmal quasi. Okay. Also müssen wir noch eins finden. Sonst kann ich hier nicht raus. Ja, ist okay. Vielleicht so ein Igel oder so? ich sehe überhaupt gerade nichts. Ah, da vorne. Ich sehe gerade irgendwie nur Grünes. Eine Viper MK4 mit 76% Hülle. Das kann man mal anvisieren. Spirit. Genau. Ja, 6 Kilometer. Oder wird hier gerade... Oh, was wird denn da hinten noch beschossen? Ja, jetzt kommen, gehen wir auf die Viper. Moment, halt, stopp. Oder? Da wird gerade noch eine MK3. Ja, okay. Ja, dann gehen wir auf die andere. Ja, da muss ich jetzt nochmal anvisieren. Was wir jetzt beschießen müssen. Ach so. Ja, okay, hier unten können wir auch nehmen. Die ist ja direkt hier in der Nähe. Nehmen wir die. Okay. Okay. Prozent Hülle. 4. Okay. 3. 0. Und weg. So, nochmal kurz umgucken, ob es hier ein leichtes Opfer gibt. Was? Mission aktualisiert. Achso, okay. Ja, genau. Na, eine Igel. Oh, ich habe hier noch eine Viper MK3. Ohne Schilde. Mit Düppeln. Jetzt nicht mehr. Ja, nehmen wir mit. Aha, ist genau außerhalb meiner Reichweite. So. Kommt hier noch 25%. Null. Ja, okay. Du hast wieder was angegriffen, oder? Hm? Ich hab leuchtet was lila. Ja. Nee, hier hat wieder was lila geleuchtet. Da leuchtet wieder was. Ach, das ist wieder so ein komisches Ding. Das nichts aushält. Was man allerdings treffen muss. Oh, hä? Hallo? Ja, so ein... Warum fliegt hier ein T9 rum? Das weiß ich nicht. Der ist ein bisschen lebensmüde. Elite gesetzlos? Hä? Was? Ich würde sagen, wir sägen den mal... Ja, guck mal. T9 Heavy. Wow. Hä? What? Okay, ja, den, ich scanne den mal noch. Der hält ja, glaube ich, noch ein bisschen was aus. Der könnte was bringen. T9? Was macht ein T9 hier? Das haben wir ja noch nie gehabt. Okay, drauf. Oder? Ja. Gut, das war's. 36. Ja, hat sich gelohnt. Bisschen komisch, warum haben... Okay. Warum da ein T9 in der Kampfzone spawnt, aber okay. Dann wähle ich mal wieder Julian Market aus und... Achso, ja. Nee, wir müssen ja zu Cherryport jetzt. Achso. Stimmt, wir müssen das Theater abgeben, ne? Ja, genau. Jo. So. Legen wir mal auf alles auf Antrieb. Sind noch den passenden, ich spring schon raus gerade. Ja, ich suche noch gerade nach einem passenden Winkel. Okay. Ist aber jetzt relativ gut. Wir fliegen jetzt irgendwie vom Planeten weg. Ich sehe ihn zumindest irgendwo in der Umgebung gerade. So. War da. Ja, wir fliegen relativ gut vom Planeten weg. Sehr schön. So, Cherryport. Das war relativ lukrativ. Ja, das hat sich gelohnt. Wie viel haben wir jetzt beim letzten Mal abgegeben? Ich glaube 170.000, oder? Irgendwie sowas. Nee, das war beim ersten Mal. Wir haben ja auf dreimal abgegeben, glaube ich. Also zweimal haben wir schon abgegeben, nicht? Okay. Ich glaube, da waren es auch schon über 300.000 beim zweiten Mal. Sehr gut, dann kriegen wir durch den Auftrag... Also wir kriegen jetzt nochmal 340.000, also ich jedenfalls, und dann nochmal 1,4 Millionen durch den Auftrag. Also fast 1,5 Millionen. Ja.
würde sagen, das hat sich gelohnt. Ja. Und wir sind nur einmal fast draufgegangen. Ja. Ich kriege jetzt nochmal 303.000. Ist eine ganz gute Quote, glaube ich. Ja. Also sie ist noch einmal, nur einmal draufgegangen oder fast draufgegangen. Ja, schon klar. Also ich finde einmal fast draufgehen völlig in Ordnung. Das macht es ein bisschen spannender. Ja, dieses fast ist das Schlüsselwort. Oh. Und vorbei. Ich auch. Aber nur ganz knapp. Nein, ich habe gerade dich vorbeifliegen gesehen. Ach so, ja. Deswegen habe ich es gesagt. Okay. Ich fliege, glaube ich, nicht vorbei. Zumindest sieht es noch nicht danach aus. Nö, ich fliege definitiv nicht vorbei. Bin jetzt in 2 Megametern Entfernung. Es werden noch 8 Sekunden angezeigt, bis ich da bin. Und ich bin drin. Okay, so. Gleichzeitig. Wo ist der? Der Eingang ist natürlich auf der falschen Seite, jetzt von mir aus. Ich wollte sagen, ich bin auf der richtigen Seite reingeflogen, lustigerweise. Ja, du schon, du bist ja auch vorbeigeflogen. Eigentlich komisch normal, aber es ist umgekehrt. Oder meistens ist es umgekehrt. Hey, ich sehe meinen Schatten auf der Station. So, Landeplatz 35. Ich soll vielleicht mal hier Kontakte. Ach, direkt neben dem Eingang. Landeplatz 8. Habe ich. Ja, wo bist du denn? Du bist doch noch nicht drin, oder? Doch, ich bin so gedockt. Ja, mir wird die Sogwolke davon dir angezeigt, deswegen war ich gerade etwas verwirrt. Weil die auf der Karte nur als blauer Punkt angezeigt wird. Die Sogwolke, weil ich so derart schnell in die Station reingeflogen bin. Die Sogwolke in der Station. So, erstmal 340.000 einsammeln. Ja. Und dann zum... Nein, nicht zum nicht zu den Passagieren. Schwarzes Brett. So, ich muss mal aufpassen. Ich glaube, ihr habt nicht gleich was. Auftrag beendet. Naja, gut. Einfluss, naja, für einen großen Zuwachs, War es nicht so viel? Naja. Ich glaube, Einfluss, eins von beiden war eher so mäßig. 8 da hinten. Ja, Einfluss war viel, meine ich. Okay. Und Rufer mäßig, aber irgendwie ist es beides gleich viel angestiegen. Das kann ich dir jetzt nicht sagen. Hm. Naja, bei denen, die wir bekämpft haben, könnte das dazu führen, dass sie eine Sperrzone anlegen. Okay. Naja. Wie auch immer sich das auf uns auswirken mag. Oder würde. So. So. Gelandet. Da haben wir noch ganz viele Aufträge, wo wir Schiffe von dieser Gruppe, also von der Partei, in der wir gerade waren, massakrieren könnten. Von der Partei wieder. Von der Gegengruppe, natürlich. Ja, das ist immer toll. Das ist immer klasse, sowas. So, Kontakte. Ich glaube aber fast, dass man... Ach komm, bei dem einen... Na gut, kriegst 30.000, muss aber nur 2 umbolzen. Und dann sind 2 mit 12 dabei. Das heißt, wenn du die beide annehmen würdest, könntest du einfach einmal 12 klatschen, dafür kannst du 3 Aufträge kriegen. Okay. Denke ich mal, dass das so funktioniert. Ja, Ruf und... Hä, wie Ruf Supermacht? Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Okay. Naja. Na, ja. Gehst du wohl das? So. Haben wir denn hier so eine Ausrüstung? Wahrscheinlich nichts Interessantes, oder? Ich glaube, das habe ich schon geguckt. Würde mich zumindest schwer wundern, falls nicht. Oh. Schade, dass es jetzt, dass die Folge jetzt schon wieder rum ist, weil da wäre noch eine relativ interessante Mission auf dem Planeten gewesen. Bürgerkrieg-Scan-Mission. Wieder so eine Scan-Mission, die dich beim letzten Mal umgebracht hat? Ja, wahrscheinlich. Ja, sowas in der Richtung, ne? Unternehmen, eine interstellare Wirtschaftsorganisation, die in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Allianz der unabhängigen Systeme gegründet wurde. Achso, Moment, das ist nicht die Beschreibung vom Auftrag. Finden Sie den betreffenden Ort im Sigma-Bootis-System. Finden Sie das Datenpanel und interagieren Sie damit. Hat bei dir gerade was gebellt? Ja. Okay, dann ich dachte jetzt schon, ich habe Halluzinationen. Nein, das war hier draußen.
Tatsächlich. Okay. Das war nämlich ziemlich leise. Ja gut, da ist auch nichts mehr. Und gibt's Ausrüstung? Also keine Panzerung. Danach hatte ich eigentlich gesucht. Ach, ich weiß gar nicht, wie es mit meiner Hülle aussieht. Das ist intern Basis, oder? Ja. Okay. Ja, stimmt. Gibt's hier nicht. Da haben wir nur, ich weiß nicht, was du hast, aber ich habe nur die 1C, leichte Legierungen. Ja, habe ich auch. Okay, es gibt da noch einen Auftrag mit 1 Million, also der mit 1 Million dotiert ist, wo wir dann wieder den Generator umklatschen müssen. Okay. Ich weiß nicht, ich finde auch kein 6A-Kraftwerk mehr. Ich habe nur ein 5A-Kraftwerk und irgendwo gibt's das mit 6. Ich glaube, ich habe ein 6A-Kraftwerk. Oh, es gibt aber 5A-Schubdüsen, sehe ich gerade. Oh, die, ja, damit ist mein Energielimit überschritten. Warte, dafür bräuchte ich diesen 6A-Reaktor. Kraftwerk? Ah, ne, ich habe 6A-Kraftwerk im Moment. Ja, okay. Ich habe 5A, wie gesagt. Sensoren. Oh, Lebenserhaltung wäre vielleicht mal. Wenn ich gerade, ich habe ja gerade ein bisschen Geld, da kann man schon mal 500.000 in Lebenserhaltung stecken. Was bringt dir das denn? 25 Minuten Zeit im Gegensatz zu 5. Also ich habe da 4C, ich glaube das sind entweder, ich glaube das sind 15 Minuten. Nee, 4B wären 15. Was ist denn 4C? Das steht ja nicht, es gibt nur 4E, also nee, 4E habe ich drin und dann gibt es hier zu kaufen 4B und 4A. Dann sind es 10 Minuten. Na, dann mach ich vielleicht mal 4B rein, 15 Minuten sind ja auch okay. Ich glaube, wenn du die Lebenserhaltung wirklich brauchst, dann ist es sowieso schon fast vorbei. Tja. Könnte ich mir vorstellen. Aber wenn ich jetzt tatsächlich in dem Schiff mitfliegen müsste, würde ich nicht an der Lebenserhaltung sparen. Das ist richtig. Ist die Frage, was besser ist, Blei oder kein Sauerstoff mehr? Was? Blei oder kein Sauerstoff mehr? Ja, wenn du jetzt von irgendwem beschossen wirst, ob du lieber an den Kugeln, an dem Kugelhagel stirbst oder lieber an dem Sauerstoffmangel. Ich hätte gesagt, lieber am Kugelhagel. Also, ich bin mir nicht sicher, was wohl schneller geht im Weltraum. Ist beides aber nicht so angenehm. Aber wahrscheinlich geht das Blei schneller. Ach, ich glaube, die Explosion vom Schiff ist auch nicht das Schlimmste. Na, kommt drauf an, wie sehr das Schiff splittert. Ja, wenn du drin sitzt. Na, ist ja auch egal. Todesdiskussionen führen zu nichts. Ja, ja, nicht wirklich. Na gut. Wir sind auch bei 22, gleich 23 Minuten. Können auch Schluss machen für heute. Sehr gut. Ach, wir sind jetzt übrigens mit den Legal Partners befreundet. Fliegst du gerade wieder raus? Nein. What? Warum wirst du mir gerade in 9 Kilometern Entfernung angezeigt? Tendenz steigend? Weiß ich nicht. Jetzt sind es schon 10? 11? Also ich stehe immer noch auf dem Landeplatz, auf dem ich reingeflogen bin. Was? Ich will gar nicht wissen, was bei dir passiert, wenn ich jetzt losfliege. Da fliegt gerade eine Markierung von mir weg. Jetzt kommst du wieder näher. Die fliegt gerade so eine Kurve um die Station. Ja. Ist das vielleicht die Sogwolke, die mir immer noch angezeigt wird? Aber wieso ist die dann jetzt, wieso fliegt die weg und kommt wieder näher? Dreht sich die Station, eiert die Station irgendwie so ein bisschen? Die Station dreht sich, ja. Aber relativ zügig. Aber... Weil das ist schon relativ schnell, was sich hier bewegt. Keine Ahnung. Jetzt entfernt sie sich wieder, gerade eben war sie näher. Also ich kann ja auf jeden Fall versichern, dass ich auf der Landeplattform stehe und gerade nichts tue. Okay. Sehr gut. Ja. Na dann, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Hoffentlich nicht doppelt.